Hi, herzlich willkommen zu meinem Angeltagebuch. Heute Angeltag 22. Heute möchte ich was ausprobieren. Und zwar eine Technik, die ich mir so durchdacht habe. Die gibt es wahrscheinlich schon. Aber ja, seht doch einfach selber, wie das so vonstatten geht. Alles klar, heute neue Stelle, neues Glück. Ich möchte heute was ausprobieren. Ich habe mir die Tage Gedanken gemacht. Ich kann ja hier nicht mit Pose angeln, wegen der Strömung. Möchte aber gewisse Tiefen abklappern. Daher habe ich mir eine Montage überlegt. Vielleicht gibt es sie schon, mit Sicherheit bestimmt. Ich habe auf jeden Fall schon mal solche Kügelchen gesehen, so Auftriebskugeln. Ich mache da eine Montage fertig, die werde ich euch gleich zeigen. Werde dann mit Wurmangeln und mit Mais. Beginne erstmal jetzt einmal mit der Spinnrute mal abzuklappern, eine halbe Stunde, und zum Abschluss natürlich wieder. Aber der Haupttag oder das Hauptprogramm wird dann die Montage sein mit dem Auftriebskörper quasi, sag ich mal. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht, den Rest seht ihr gleich. So, kommen wir nun zu meiner Montage, die ich mir so durchdacht habe. Und zwar habe ich oben, es gibt ja normalerweise diese Schwimmkugeln, ich habe jetzt heute Korken genommen, eingeschlitzt drumherum, wo die Schnur durch ist, und nach unten den Knoten. Zieht natürlich dann den Köder hoch. Dort habe ich dann den Haken, wie beim Dropshotten, mit Mais und ein Stück Wurm für die Bewegung. Und ganz kurz darunter die Schlaufe zum Einhängen. Warum so kurz? So liegt er auf dem Grund. Und wenn ich Schnur gebe, kann ich besser berechnen, welche Höhe ich bin. Das sind jetzt ungefähr 20 cm. Und die zweite habe ich genauso, nur halt mit Tauwurm und einen größeren Haken. Ich komme jetzt an die Rute ran, platziere sie, habe vorhin gelotet, die Fische sitzen ungefähr, ja, auf, also 5 Meter ist es tief, auf 4 Meter bis 4 Meter 20. Und da wollen wir jetzt erstmal hin. Und den Rest erkläre ich euch dann gleich nochmal, was man für Möglichkeiten damit hat. Ja. Und dann wollen wir es mal ausprobieren. Ja. Natürlich dürft ihr nicht vergessen, auch einen Bleirand zu machen, ne? Laufblei. Sonst bringt das alles nichts. Beide Routen sind raus. Die eine ist komplett fertig, die rechte. Die ist jetzt voll auf Spannung, das heißt 20 cm über dem Grund ist der Köder. Wir möchten aber 1 Meter höher ungefähr. Was mache ich nun? Und zwar öffne ich jetzt erstmal die Spule. Und das sind ungefähr 80 cm Abstand. Also ich gehe da mit der Hand hin. 80. Und gebe nochmal 20 hinterher. Und macht zu. So, nun bin ich ungefähr auf 1 Meter. Ja, wie erkenne ich die Bisse? Ich werde mir gleich die Schnur wieder hier reinklemmen. Ich zeige es euch eben drüben. Ja. Wieder unter das Gummi klemmen mit einer kleinen Schlaufe. Und hänge dann einfach nur eine Glocke rein. Wenn dann was beißt, zupft er das raus, die Glocke fällt runter und klingelt. So, jetzt denkt ihr euch, was ist denn, wenn die Strömung zu stark ist oder der Wind? Gute, berechtigte Frage. Da ich das erste Mal mache, keine Ahnung. Nein, ich gehe von aus, wenn es passiert, dass die Glocke fällt, werde ich die Schnur festhalten und
dann nach Gefühl, ob es gleichmäßiger Druck ist oder ob da ein Zupfen ist. Man spürt es ja eigentlich an der Schnur. Und im Notfall, was ihr auch machen könnt, ich weiß aber auch nicht, ob das klappt, einfach oben an der Spitze die Glocke fixieren und dann die Rolle zulassen. So, ich mache drüben die zweite fertig, dann warten wir auf den Biss, hoffentlich. Und nach ungefähr einer halben Stunde zeige ich euch dann die zweite Möglichkeit, Anwendungsmöglichkeit. Nächste Anwendungsmöglichkeit. Wir können natürlich Länge variieren, das ist schon mal ein schöner Vorteil, oder von der Tiefe her. Was ihr machen könnt, ist jetzt, setz mich mal hin, ihr könnt jetzt aktiv angeln, indem ihr einfach ein bisschen zupft und dem Köder so ein bisschen Bewegung, Leben einhaucht. Was natürlich auch gut ist, man könnte zum Beispiel einen Gummifisch reinmachen und den wie beim Dropshotten immer schön tänzeln lassen. So von der Theorie her. Wenn ihr es probieren solltet, schreibt es mir doch einfach, wenn ihr was fangen solltet mal. Weil ich weiß es nicht, ob dort drauf überhaupt was gehen wird. Aber ich probiere es jetzt mal ein bisschen bei beiden Routen zwischendurch mal zu zubbeln. Und man spürt ja auch hier an der Schnur dann, falls es beißen sollte. Und wenn ihr fertig seid, zu doll, lasst ihr einfach wieder los und habt wieder eure gewünschte Tiefe und hoffentlich euren Fisch. Was ich gerade gesehen habe durch den Fehler von eben, dass ich es zu weit rausgezogen habe, Rolle ist zu, es hängt da nämlich ein bisschen durch, könnte auch ein guter Bissanzeiger sein. Ich lasse eine so und die andere wie gewohnt mit der Schlaufe. Ja, über eine Stunde jetzt ausprobiert, zwischendurch mal gezubbelt, liegen gelassen, verschiedene Tiefen. Und da wollen sie heute nicht beißen, oder die Technik ist für ein A. Ja, vielleicht stört der Korken, vielleicht ist mit diesen Kugeln besser. Ich weiß es nicht. Das erste Mal probiert. Vielleicht ist es auch nur für den See gut geeignet. Ich werde nun eine Stunde bis eineinhalb Köder nochmal direkt auf den Grund legen. Vielleicht geht auch noch mal ein Aal oder irgendwas anderes dran. Auf den Köder mit Mais dann, Mais pur, welchen Futterkorb ranhauen. Ja, und die andere, wie gesagt, ganz normal mit Blei, Wurm, raus, ab auf Aal. Ja, schauen wir doch noch mal, ob wir einen Fisch heute fangen. Wird ja mal wieder Zeit. We'll be right back.
meine Freunde, ich bin entschneidert. Ich habe meinen ersten Fisch heute. Tja, das war nicht so geplant. Also langsam fasse ich es echt nicht. Zweiter. Also es wäre schon schön, mal so was Großes, ne? Oh nee, nee, nee. Tja, ihr habt selbst gesehen, so prickelnd war heute der Tag nicht. Nichtsdestotrotz, ich war am Wasser, hab meinen Spaß gehabt. Ein Schneider bin ich auch. Sagen wir mal so, ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Wie gewohnt, abonnieren, Daumen hoch, teilen und kommentieren. Ja, und ich hoffe, beim nächsten Mal läuft es dann wieder ein bisschen besser. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao.